Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit mir, dem Mr. Merp. Heute ziehen wir uns mal wieder die OP-Shorties rein und die haben die eine oder andere eher tragische Veränderung durchmachen müssen. Sie haben feststellen dürfen, dass sie nicht alleine OP sind. Haben richtig böse auf die Fresse bekommen. Ihr seht's hier, unser Thorin, der Hochkönig sozusagen unter den Blitzern, hat so dermaßen eine auf die Finger bekommen, dass er Geschicklichkeit 2 fortan haben wird. Und was ebenso tragisch ist, unser Dwalin, das ist Dwalin der Zweite. Ja, wir haben ihn geklont, denn der Original Dwalin ist leider verstorben. Das Schlimme ist, beides ist in ein und demselben Spiel passiert. Ich konnte Dwalin den Ersten nicht retten, weil ich ihn schon retten musste. Thorin hatte ebenfalls das Ergebnis tot. Und das mit Geschicklichkeit minus 1 war das zweite Ergebnis. Und bei Dwalin war halt tot. Ist dann halt tot, ne? Zweimal tote Zwerge trotz robust in einem einzigen Match. Ihr seht hier verletzt. Ein Punkt Geschicklichkeit. Das ist theoretisch für einen Blitzer durchaus tragisch, aber wir sehen uns mal die Skills an, die Thorin hier hat. Er hat Unterstützen und er hat Knochenbrecher. Wir werden ihn, glaube ich, einfach nur als brutalstmöglichsten Schläger oder als möglichst brutalen Schläger, ich glaube, so rum ist es eher richtig, einsetzen. Und dasselbe gilt auch hier für Bofur, der auch Unterstützen hat, und Kili, unser Läufer hier. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass jetzt hier der eine oder andere Zwerg, wie zum Beispiel hier Dori, hier ein Level-Up bekommt. Balin sollte einen Level-Up bekommen. Mit ganz viel Glück vielleicht auch Bifur. So oder so, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwo hinkommen. Das Tragische bei Dwalin war, der hatte auch schon ein Level-Up gehabt. Der hatte nämlich auch schon Unterstützen. Ja. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Unsere Trollslayer bekommen als allererstes einfach nur Knochenbrecher. Das ist etwas, das du mit den Zwergen machen musst, damit der Gegner einfach nicht mehr in der Überzahl ist, sondern dass du immer in der Überzahl bist. Ansonsten, wir haben noch 40.000 Credits. Besser gesagt Gold. 2 Wiederholungswürfe und ansonsten nicht allzu viel. Wir haben deswegen ja auch ein bisschen was verloren. Deswegen, was soll's. Wir suchen uns jetzt auf jeden Fall einen Gegner. Und ich hoffe, es wird ein faires Match werden. Und wir haben einen Ork, der 50 Punkte mehr Wert hat als wir. Wir werden uns hier nichts kaufen. Ich möchte das Geld gerne mitgenommen haben. Und schauen mal, was Kollege so einkauft, ob er was einkauft. Ich glaube es ja eher nicht. Ah doch, er holt sich noch ein Blutweiser, Babe. Ja gut, es geht los. Wir sehen uns gleich im Gefecht. Und da sind wir auch schon in unserem OP-Stadium. Da sehen wir nochmal unsere OP-Shorties. Die kennen wir ja schon. Wir gucken uns direkt mal hier die Orks hier an. Ich hoffe, es ist kein Troll dabei. Die Razors von Franpite, wie er sich nennt. Und ich schreibe gleich mal Hi. Es ist ein Troll dabei. Nein! Ich hasse diese Viecher. Naja, vielleicht kriegen wir ihn trotzdem gefällt. Bis jetzt habe ich noch keinen Goblin gesehen. Warum hat er dann einen Troll? Bei Orksen macht ein Troll eigentlich nur wirklich dann Sinn, wenn du einen Goblin hast. Er lässt uns angreifen, so wie es aussieht. Er stellt sich jetzt schon zur Verteidigung auf. Das ist interessant. Wir schauen uns mal die Gegner an. Der hat hier noch kein Level-Up. Auch kein Level-Up. Kein Level-Up. Seine Schwarzorks. Es gibt nur einen Schwarzork. Der hat anscheinend schon mal 12 Erfahrungspunkte gemacht. Hier Blitzer, 5 XP. Ah, hier ist ein anderer Blitzer mit Knochenbrecher. Hier einer mit Ausweichen. Das ist interessant. Der hat Bewegung dazu bekommen. Der da hinten hat nix. Und der hier hat Tackle. Okay, es ist nichts dabei, was mich jetzt persönlich in Angst und Schrecken versetzt. Da habe ich schon andere Mannschaften gesehen. Und der baut jetzt hier eher so ein kompaktes Dingens auf. Naja, wenn der jetzt hier so die zwei stehen lässt, dann weiß ich jetzt schon, dass ich einen von denen einfach mal in die Walachei blitze. Aber das ist jetzt schon mal klar. Bin mal gespannt, ob er da stehen bleibt. Weiß ich nämlich, was einer unserer Blitzer tun wird. So, Moment, wir haben jetzt hier noch einen Ori, den Langbart. Den will ich natürlich drin haben. Den will ich nicht drin haben. Genau, Bombur will ich nicht drin haben. Dann wird der hier gleich mal ausgetauscht. Ne, er stellt leider alle anscheinend wirklich hier so zentral auf. Ist auch eine Taktik, sich so tief gestaffelt aufzustellen.
Da kann er sich im Grunde dann aussuchen, wo er dann angreifen wird. Wir werden trotzdem versuchen, hier die Typen kaputt zu schlagen. Und ich erwäge, weil Zwerge, die Grün heute hassen, auch vielleicht mal einen Foul einzusetzen. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir werden es erleben. Boah, geh einfach da rein. So, alles klar. Wie sieht's hier aus? Der hat 10 XP, Läufer, 5 XP, 0 XP, oin. Ach, ich muss die von außen reinholen. So. Dubidi, 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 du. Das hier ist unser Torin, der muss hier hin. So, schubidi-dub. Der hat keinen Unterstützen, der hat keinen Unterstützen. Wo sind denn hier meine Unterstützer, bitteschön? Da ist noch einer. Aber das ist unser Läufer. Dann tun wir ihn hier einfach mal da hinten hin. Ich muss echt mal diese blöde Aufstellung speichern. Das Schlimme ist, mit den Zwergen klappt das irgendwie nicht so richtig. Das hat es schon mehrfach nicht geklappt, die Aufstellung hier richtig zu machen. So, Moment, ich möchte ihn hier haben. Dann kann er auf jeden Fall immer unterstützen. So, einmal dahin bitte. Einmal dahin bitte. So, dankeschön. Haben wir nicht noch irgendwo noch einen anderen Unterstützer? Da haben wir noch einen Unterstützer. So. Hier gehen wir dahin. Hier gehen wir dahin. So. So. Und den Langbart, den... Moment. Ich will eigentlich da einen Blitzer auf der Flanke in der Mitte haben, dass er sich frei bewegen kann. So. Und so. Ist jetzt ein bisschen unkonventionell, die Aufstellung für Zwerge, aber... Wisst ihr was, das machen wir einfach so. Dann ist jetzt auch so, und ich speichere das jetzt mal. Das ist Aufstellung 1. Fast die gesamte Zeit draufgegangen, so. Der hat eine ähnliche Aufstellung, wie ich mit meinen Elfen früher schon mal gewählt habe, aber meiner Meinung nach lohnt die sich nur gegen ganz, ganz wenige Mannschaften. Au! Au! Vor allem der... Oh, der ist gleich mal raus! Ah! Au! Da schreibe ich gleich mal au! Zum Glück bin ich es nicht. Wobei, es ist mir schon oft genug passiert, Leute. Da habe ich schon jede Menge Nicht-Spaß gehabt, um es mal so zu sagen. So, ich würde mal sagen, wir hauen Kollege hier gleich mal in die Walachei. Das klappt auch. Zack. So, Nummer uno. Ah, das geht hier nicht, okay. Probieren wir es mal so. Ja. Der wird wohl down gehen. Bam! So, und ich glaube, das bekommen wir den ja auch hin. Ja, Wolligens. Ein Troll weniger, der Probleme macht. So, der hat ja sogar den Ball gefangen. Ich bin ja gerade eben ehrlich gesagt überrascht. Das muss ja ein Volltreffer gewesen sein. Ist mir komplett entgangen, muss ich zugeben. So, wir machen jetzt hier erstmal hier die Aufstellung logischerweise zum Schutz. Zwerge brauchen ja viel Schutz. Vor allem viel, sie sind ja lichtempfindlich. Sie brauchen einen sehr, sehr hohen Lichtschutzfaktor, wenn sie nach draußen gehen. Und die Kollegen müssen jetzt sozusagen Schatten für den kleinen Kollegen werfen hier. Das Gras ist leider noch nicht hoch genug. Es fehlen 2 Zentimeter, dann könnten sie sich darunter bewegen. Moment, jetzt hauen wir. Moment, mit wem will ich denn? Mit dem will ich hauen, logischerweise. Ein bisschen Unterstützung. Muss sein. Attacke! Oh, brechen die Knochen, Alter. Wir gehen nicht hinterher, wir bleiben. So, leider nichts passiert. Nicht mal ansatzweise was passiert. So, dann gehen wir so hin. Ich würde sagen, wir machen das hier so. Genau, so eine Pfeilformation. Wir gehen geradeaus durch. Wir sind Zwerge, wir sind starrköpfig. Wir lassen uns von Orks schon gar nichts vorschreiben. Da drüben ist die Ziellinie, also nehmen wir den kürzesten Weg. Ja, mal gucken, wie wir es machen, ne?
Erstmal müssen die Orks sich jetzt hier wieder aufstellen. Sie können einmal blitzen. Das war's. Ah, okay. Er holt jetzt hier schon mal Unterstützung. Ah, der schafft natürlich seinen vermaledeiten Blitz. Und schafft's auch noch, den Kollegen umzuhauen. Ach, nö. Tu ihm nicht weh. Es ist nichts Schlimmes passiert. Das ist das Wichtigste. Und damit haben sie quasi ihre Aktion für diese Runde schon durchgezogen. Okilidokili. Kann ich den ja doch schon umhauen? Nee, kann ich nicht. Aber ich... Torin, wo haben wir denn noch einen Kollegen, der unterstützt hat? Hier haben wir einen Kollegen, der unterstützt. Boah, der hat aber keine Bewegung. Das ist ja traurig. Ich versuche mein Glück. Ich hoffe, er kommt hin. Nicht hinfallen. Boah, Gott sei Dank. So, immer fester auf die Fresse. Sehr schön. Und wir folgen. Zack. Das war der erste Streich. Der zweite folgt wahrscheinlich zugleich. Wenn wir... Ich muss überlegen, wie wir jetzt laufen. Was? Das ist ja wohl lächerlich. Ach, der hat auch Stärke 4. Das ist Hardcore. Dann müssen wir Folgendes machen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ach, Scheibenkleister. Nee, dann stelle ich ihn jetzt mal hier hinten als Unterstützung diese Runde. So, und greife hier an. Andere Wahl habe ich kaum. Wobei doch, ich habe noch eine Wahl. Ich kann das so machen. So. Jetzt muss es bloß schaffen. Ach, ernsthaft. Das ist cool. Jawohl! Und damit ist er wohl hoffentlich raus. Oh, das ist ein fataler Treffer. Das ist fatal. Ah, er regeneriert. Das ist Hardcore. Das heißt, er würde sogar wieder im Spiel sein. Ich laufe da sogar noch hin. So. Bevor ich jetzt hier angreife, gehe ich natürlich jetzt hier den Schritt nach vorne. So. Ich möchte hier auf jeden Fall... Moment, ich muss jetzt hier auf jeden Fall erstmal zumachen. Und dann gehe ich den Risikoweg, aber erst zum Schluss. Falls der hier den Schritt nicht schafft. Und aufs Maul hier! Jawohl. Zack! Das war auf jeden Fall ziemlich gut, denn der hat natürlich jetzt wieder ein paar Punkte bekommen. So, und wir gehen dahin. Bitte, fall nicht hin. Sehr gut. Und unser Glück hier nochmal versuchen. Wir können ihn immerhin wegschubsen. Das tun wir auch. Und wir bleiben. Zack. Wir haben keinen vergessen. Zug beenden. Und ja, ich stimme ihm zu. Das war glücklich. Aber Glück ist nun mal ein wichtiger Bestandteil des Spiels und er hatte auch Glück, dass er regeneriert hat. Das muss man auch dazu sagen. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Tu ihm nicht weh, tu ihm nicht weh, tu ihm nicht weh. Vor allem, der hat auch Knochenbrecher. Nichts passiert. Okay, nichts Nennenswertes. Was? Wir sind schon wieder dran. Das hat schon beinahe humoristische Züge. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen dahin. Ne, Moment, wir machen Folgendes. Wir gehen dahin. Bubbidi, 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 bub. Und dahin. Wir könnten auch dahin. Ne, das ist zu weit. Okay, wir gehen dahin. So. Und der hat 5 Bewegungen, das heißt, er könnte noch dahin gehen. Ja, machen wir. Bewegen wir uns mal grob in die Richtung. Ah, das ist ärgerlich. Aber wir haben auf jeden Fall noch die Überzahl. Ach, Mist. Gut, dann schieben wir ihn halt einfach mal in die Richtung weiter. Wir bewegen uns so. Oder wie wollen wir uns bewegen? Wir könnten uns auch einfach dahin bewegen. Ich glaube, das tue ich auch fürs Erste.
Es hat dann einfach nur eine saublöde Seitwärtsbewegung, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir mal dahin. Wir bewegen uns tatsächlich einfach mal nur seitwärts. Ja, wir müssen uns seitwärts bewegen. Was soll ich denn machen? Einfach einen Schritt. Das ist jetzt zwar risikoreich, aber... So. Dann haben wir hier auf jeden Fall die nötige Unterstützung. Selbst wenn er da angreift, dass es eine blöde Idee für ihn wäre, das zu tun. Das ist alles, was wir tun können an der Stelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist sehr riskant. Haben wir irgendwie noch einen Blitzer frei? Ach, wir haben ja schon geblitzt. Ist ja auch doof. Dann stellen wir da noch einen hin. Dann kommt der hier nicht mehr raus. Dann gehen wir da hin. Und dann machen wir den riskanten Schritt darüber mit den zwei Würfelschritten mit ihm jetzt hier so, ne? Daumen drücken! Und die 10! Und nein! Oh, ärgerlich. Nein, das... Da benutze ich doch jetzt meinen letzten Reroll nicht. Gut. Noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Ah. Ach so, nee, der Schwarzauge ist verletzt. Ja, stimmt. Ich dachte gerade eben schon, warum liegt da hinten so ein fetter Klops? Ich dachte schon, das wäre der. Der hat ja doch regeneriert. Das Gute ist, dass der jetzt halt erstmal raus ist aus dem Spiel. Ui! Unglücklich! Jetzt hoffe ich, dass er den Würfelwurf verkackt. Bitte verkack ihn, bitte verkack ihn. Oh nee, schade. Aber immerhin hat er ihn jetzt nicht mehr. Ist auch etwas, mit dem ich leben kann. Jawohl, und er kann auch nichts Schlimmeres fabrizieren. Es wird nur geschoben. Und nicht aufgehoben. Denn der Ball ist ja schon bei mir. So, der hat unterstützen, aber er kann nur schieben. Ja, jetzt fängt die Schlägerei an, Leute. Jetzt fängt die Schlägerei definitiv an. Und ich hoffe einfach, dass wir da ein bisschen gewachsen sind, was das Ganze angeht. Wo sind Torin? Unsere Unterstützer sind momentan noch nicht ganz in der besten Position. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal böse Schaden machen. Also wir werden den hier gleich jetzt so runter, nach unten wegschieben mit Kollege. Da haben wir auf jeden Fall 1, 2, 3 Mal unterstützen. Das ist auf jeden Fall genügend stark. Oh, jetzt kommt der Blitz. Ah, und der ist ärgerlich. Au, 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 au. Und... Glück gehabt! Nichts Schlimmes passiert. So, wir stellen jetzt erstmal hier Zwerge wieder auf. So... So, wir schieben natürlich. Einmal. Scheibenkleister. So, das hat hier schon mal überhaupt nicht funktioniert. So, hier haben wir nur einen. Na also. Da folgen wir. Und verletzen. Das ist fatal für die Kollegen. Aber für uns ist es super, denn wir haben ein Level-Up dadurch. So, so viel dazu. Er schreibt No Game. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass er aufgibt. Das wäre sehr ärgerlich. Ich habe ja keinen Einfluss darauf, was die Würfel machen, ne? Das vergessen die Leute immer wieder. So. Vor allem ist es Karma für das, was mir gestern passiert ist. Finde ich das einfach nur gerechtfertigt. Attacke! Ja, ich schieb einfach mal nur und will natürlich hinterher, dass ich hier ein bisschen aufräumen kann. So.
Sehr gut. Ja, dann kann ich den tatsächlich mal dahin schieben. Dann ist unser Ballträger Lee erstmal wieder ein bisschen freier in seinen Entscheidungen und in seiner Bewegung und überhaupt. So, genau, dann gehen wir dahin. Und hauen den hier hoffentlich um. Jawohl. Und folgen. So, sehr gut. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit unserem Ballträger? Der hat natürlich jetzt momentan immer noch nicht die Bewegungsfreiheit, die man sich wünschen sollte. Weshalb wir uns jetzt erstmal dahin bewegen. Was willst du machen halt, ne? Ich glaube, ich gehe sogar dahin. Weil wir hier auf jeden Fall einen, der unterstützen hat. Das ist das Beste, was wir machen können. Ich will ihm eigentlich schreiben, dass ich nichts für die Würfel kann. Aber mir fällt gerade eben nicht ein, wie man das schreibt. Oh, da passiert nichts. Das ist gut für uns. Das Gute ist, dass er auch eigentlich nur einen hat, der jetzt momentan da reinblitzen könnte. Aber der würde sich quasi zweien gegenüber sehen. Ui. Er hat seinen letzten Reroll verloren. Ich möchte ja nicht, dass er jetzt schon in der ersten Runde aufgibt, Leute. Das ist echt nicht das, was ich will. Ich will eigentlich ein schönes Spiel durchspielen. Ah, okay, jetzt kommt der Blitz. Mit einem Würfel. Und er haut ihn leider um. Ärgerlich. Au. Aber nichts Schlimmes passiert. Und der Ball liegt hier so rum. Ja, er riecht jetzt natürlich ein bisschen Oberwasser, oder... glaubt, er hat Oberwasser dadurch, dass der Ball jetzt hier rumliegt. Aber dann passiert sowas. Ich kann einfach nur so machen. Very bad luck. Er schreibt, okay, ich hoffe jetzt mal nicht, dass er irgendwie aufgibt. Vor allem, er ist jetzt K.O. Moment, ich schreibe ihm gerade eben was. Okay. So, jetzt versuchen wir den hier mal wegzuholen. Wegzuhauen. Brauche ich das überhaupt? Ich glaube schon. So. Das lohnt sich sogar. Zack. Gut, der ist down. Wir nehmen wieder den Ball auf. Und gehen mal dahin. Dann greife ich nämlich den da an. Ist unkonventionell jetzt, aber was soll ich machen? Sehr gut. Wir folgen. Zack. Gut, dann können wir den ja eigentlich auch noch in die Walachei prügeln. Ja, oder halt schieben. Zu den anderen Zwergen hin. So, was ist mit dem hier? Der hat schon eine ordentliche Stärke. Ich möchte auf jeden Fall hier eine Unterstützung haben. Die Frage ist, wo kriege ich die her? Ich könnte... Nee, Moment, ich könnte das so machen. Dann habe ich... Nein! Ich habe über... Ah, ich habe den übersehen. Ich habe den übersehen. Ich bin so Panne. Oh mein Gott, ich bin so Panne. Ich habe den übersehen. Ja gut, das einzig Gute ist, dass er... Ich habe ihn wirklich nicht gesehen, weil er so grün wie das Gras ist. Ach du Kacke. Man fasst es nicht. Man fasst es nicht. Ja, man macht es natürlich auch nicht mit einem langen Bart, ne? Mit Geschick 2. Ach du Kacke, jetzt geht das schon los hier. Autsch. Oh! Und dann auch noch verletzt.
Ich kann mich nur noch entschuldigen bei dem Kollegen. Au, au, au. Da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein. Außer einfach durchzulaufen und in der Hoffnung, dass ich hier einen Punkt mache. Autsch, weia. Und rüber mit uns. Und ja, der hat unterstützen. Ich glaube, ich nehme den tatsächlich damit rüber. Weil egal wo, von wo er kommt, er schafft es dann nicht. Au, Backe. Ja, wir prügeln weiter. Logischerweise. Wir können in dem Fall leider nur schieben. So, Moment, dann holen wir uns aber hier nochmal ein bisschen Unterstützung dazu. Selbes Spielchen hier. Ah, hier können wir nur schieben, schade. Aber wir dürfen ja nochmal. Ah, da hat das jetzt nicht funktioniert mit dem, mit der Raserei. Schade. Wir gehen dahin. Den könnten wir nachher da eventuell brauchen. Und versuchen unser Glück hier nochmal. Okay, wir hauen jetzt wenigstens hier keine mehr von ihm kaputt. Und das musste irgendwann passieren. Aber er ist definitiv tapferer, als man es erwarten sollte bei einem solchen Ergebnis. Das habe ich ihm jetzt auch mal geschrieben. Und jetzt liegen wir auch mal wieder im Dreck. Eieieiei. Eieiei. Aber es ist schon hardcore, ne? Vier Verletzungen haben wir im Grunde jetzt schon verursacht. Der Troll muss man ja auch, den muss man ja auch mitzählen. Und wieder liegt einer von uns im Dreck. Unser Bofur. Ah! Boah, ich hab. Es hört einfach nicht auf. Man hat immer Schiss, wenn dieses Ergebnis kommt. Oh! Und er fällt hin. Ja, ich glaube, ich mache einfach den Punkt und gut ist. Ich will ja einfach hier den Punkt gemacht haben. So. Fair geht vor, sag ich mal, ne? Ich habe ihm gerade geschrieben, no senseless brawl. Oder sowas ähnliches habe ich geschrieben. Ich hoffe, er hat es verstanden. Er wurde meiner Meinung nach echt genügend schon geprügelt hier. So. Er ist draußen. Läufer und ein Langbart. Er weiß gar nicht, warum er überhaupt noch da ist. Okay. Er gibt auf. Nein, ernsthaft. Oh. Scheibenkleister. Okay. Ich hätte an seiner Stelle jetzt wenigstens noch versucht, den Pass zu spielen. Ich meine, das kann man doch immer noch tun. Okay, wir haben Geld gemacht, wir haben ein bisschen Fanfaktor gewonnen und so wie es aussieht, haben zwei unserer Langbärte einen Level-Up dadurch jetzt hier gerade eben gewonnen. Also wir haben jetzt einige Level-Ups zu bewältigen. So wie es aussieht. Ja, drei Stück. Gut, dann kann ich ja mal ein paar Worte, ja, zum Level-Up von den Zwergen mehr oder weniger sagen. Ich meine, Zwerge
insbesondere Langbärte, und es sind in dem Fall jetzt halt nur drei Langbärte, aber das sind die gehören mit zu den wichtigsten Spielern bei den Zwergen, meiner Meinung nach. Denn sie sind ja die eigentlichen Linemen, die Feldspieler in Anführungszeichen. Und die haben von Haus aus eine extrem schlechte Beweglichkeit und eine Geschicklichkeit, dass man sie eigentlich gar nicht auf den Ball ansetzen sollte. Und wenn versehentlich mal ein Langbart mal einen Ball in die Hände bekommt, dann hast du ein Problem, denn er wird mit Bewegung 4 es höchstwahrscheinlich niemals schaffen, irgendwo sinnvoll hinzukommen. Also, was gibt man einem Langbart? Das hängt natürlich davon ab, was man würfelt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit Ori an. Im Großen und Ganzen kann man ihm jetzt als allererstes theoretisch, ja, Unterstützen geben oder Knochenbrecher. Das sind die zwei Sachen, die man bei Zwergen als allererstes im Grunde im Auge haben sollte. Es sei denn, man schafft einen Pasch wie so etwas hier, aber ein Pasch alleine bringt natürlich nichts. Wir könnten ihm jetzt zum Beispiel so was Sinnloses wie Fangen geben, bringt nichts, geht auf Geschicklichkeit. Ausweichen geht auf Geschicklichkeit. Das Einzige, was bei Ausweichen interessant wäre, wäre die sekundäre Fertigkeit, dass man, ja, im Großen und Ganzen, wie soll ich sagen, diese zweite, also wenn Explosion mit Ausrufezeichen kommt, da bringt es definitiv was. Gewand wäre ehrlich gesagt bei einem Zwerg schon irgendwie witzig. Fliegender Tackle, der könnte interessant sein. Der Spieler kann diese Fertigkeit einsetzen, sobald er einen Gegner versucht, aus einer seiner Tackle-Zonen zu verlassen. Nur sofern sinnvoll. Der Spieler, der diese Fertigkeit einsetzt, landet am Boden auf dem Feld, das der ausweichende Spieler verlässt. Aber weder ein Rüstungswurf noch ein Verletzungswurf sind nötig. Der gegnerische Spieler muss 2 von seinem Ausweichenwurf abziehen, weil er die Tackle-Zone des Spielers verlassen will. Ganz im Ernst, Leute, das finde ich extrem praktisch, weil man mit Zwergen normalerweise an sowas gar nicht rankommt. Ich werde mit ihm fliegender Tackle nehmen. Wir haben einen Zwerg. Gewandtheit in Bestform Errungenschaft, ist ja lustig. Wir haben tatsächlich einen Zwerg, der Ori, der beherrscht fliegender Tackle. Das ist natürlich noch gemeiner, weil sozusagen der Reroll allein durch Tackle schon nicht mehr stattfinden darf. Das ist jetzt eine perverse Kombination. Also das ist hier unser Kollege, jetzt den setzen wir dann auf so Spieler an, wo wir wissen, die sollten nicht frei rumlaufen dürfen. Das ist unser Manndecker jetzt hier geworden. Wir gehen mal zu Nori und gucken mal, was der würfelt. Der hat eine 10 gewürfelt. Wir können Rüstung oder Bewegung dazu nehmen. Und man könnte jetzt tatsächlich bei einem solchen Zwerg darüber nachdenken, dass der einen Rüstungspunkt mehr bekommt. Oder einen Bewegungspunkt. Aber ich persönlich bin da jetzt nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, bei einem Langbart würde sich Stärke definitiv lohnen. Bewegungsreichweite, nee, ganz im Ernst. Das rockt einfach nicht genug. Ich glaube, wir gehen hier den klassischen Weg, wir geben ihm hier Unterstützen. Das macht am allermeisten Sinn, meiner Meinung nach, an der Stelle. Bewegung, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir bei einem Trollslayer oder bei einem Blitzer, hätte ich mir das echt vorstellen können. Und bei einem Läufer sowieso. Rüstung wäre etwas, das hätte ich gegeben, wenn er jetzt schon Unterstützen gehabt hätte. Klar könnt ihr jetzt sagen, ja, aber du wirst doch das nächste Mal das wahrscheinlich nicht wieder würfeln. Ja, aber ich brauche jetzt das Unterstützen. Das ist der springende Punkt. Ich brauche das jetzt so früh wie möglich. So, der Dori. Der Dori, das, was würfelt der Kollege denn? Der hat einen Standard-Level-Up. Dem geben wir ebenfalls Unterstützen. Und ja, damit haben wir unsere Level-Up schon abgeschlossen. Also im Großen und Ganzen ja, muss man bei einem Level-Up sich einfach nur überlegen, was soll der Spieler machen. Man hätte jetzt natürlich sagen können, also es hätte sicherlich die Situation gegeben im Spiel, dass der eine Punkt Bewegung Sinn gemacht hätte bei Nori. Und es gibt auch sicherlich die Situation im Spiel, wo man dann sagen kann, diese eine Rüstungsaufwertung hätte auch Sinn gemacht. Aber ich persönlich glaube, dass wir mit Unterstützen sehr, sehr viel häufiger arbeiten werden, als mit so einer Vermutung, dass irgendwann mal der Rüstungswurf oder die Beweglichkeit dann doch noch irgendwie was hilft. Anders sieht das natürlich bei Kili und bei Fili aus. Bei Kili und bei Fili haben wir halt einfach die Situation, dass die fürs Punkten zuständig sind. Und die sollen natürlich dann auch gucken, dass sie irgendwie vorankommen. Also wenn einer von den beiden auf Beweglichkeit 7 kommt, dann ist das wirklich eine Party wert, muss man ganz ehrlich sagen. Wir gucken mal, was die hier von Haus aus lernen können. Die können passen und allgemein lernen. Schade, dass wir nicht reingucken können. Das Gute ist, dass er schon Unterstützen hat. Das heißt, er ist eigentlich vielseitig einsetzbar und deswegen ist er auch unser Hauptläufer.
Wenn er irgendwie, also bei Passen, mal. Was kann man bei ihm denn geben? Eigentlich müssten wir erstmal einen anderen Zwerg fangen geben. Das ist ja eigentlich die größere Schwierigkeit. Was soll's? Ich bin jetzt gerade eben ernsthaft am Überlegen, was wir tun können. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall noch den dritten Reroll jetzt dazu. Dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Und die Zwerge haben dadurch jetzt einen Punktwert von 1440. Und ja, also. Ich bin gerade am Überlegen. Eine Sekunde bitte. Ja, und ich habe mich dann jetzt doch dazu entschlossen, euch die Szene zu zeigen, die OP-Shortys ziemlich böse runterreduziert hat. Wir sind ja bereits schon mitten im Spiel. Ihr seht, es ist Zug 4. Nur um mal zu zeigen, dass die OP-Shortys nicht einfach nur so OP sind. Ich bin hier in ein Spiel geraten gegen Chicken. Das ist ein deutscher Spieler, weil das habe ich an dem Namen seines, ja, Stadions erkannt und auch, dass wir uns unterhalten haben. Der war eigentlich ganz, ganz nett. Hat Chaos gespielt, die Chaos-Taurusse. Und das Problem ist, unsere Zwerge hatten 1250 Punkte wert ungefähr. Und wir kamen in ein Spiel gegen einen über 1730er Chaoten. Ich habe keine Ahnung, was das Matchmaking dafür Drogen genommen hat, aber über 400.000 Gold hatte ich frei. Ich nahm natürlich die Halblingköche, hatte dann 5 Rerolls und ihr seht jetzt schon, es ist Zug 4 und ich habe schon 3 verbraucht. Und er hatte 3 und er hat noch gar keinen verbraucht. Und das hier ist Schlüsselszene Nummer 1. Ich versuche mich hier durchzuboxen. Wir gucken uns mal erstmal ganz, ganz kurz mal an, was der hier für Spieler hat. Chaoskrieger André hat schon mal Blocken. Dann hat hier Mords, der hat Blocken. Hier, guckt euch das mal an. Der Koshi, der Minotaurus, der hat erstens Klauen, Klammerschwanz. Das ist der Oberhammer. Man braucht es eigentlich gar nicht versuchen, gegen dieses Vieh hier irgendetwas zu machen. Man kommt da nicht weg. Der Typ, der da Sterne sieht, der Chaoskrieger, hat Blocken und Klauen. Dann hat hier, der hier hat tatsächlich noch nichts. Blocken, Blocken, Stärke plus 1. Habe ich bis heute bei keinem einzigen meiner Spieler jemals gesehen, übrigens. Ebenfalls Blocken. Also, und den hier habe ich rausgeschubst, der hat auch Blocken. Mein Glück bei dem Spiel war, dass ich tatsächlich schon 2 Verletzungen verursacht habe. Aber auf die kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was mit den OP-Shorties passiert. Und folgende Situation findet jetzt statt. Er blitzt hier hin, muss einen Reroll aufwenden, was mich sehr gefreut hat, und dann kommt's. Er schubst ihn dahin und erkennt die Situation und jetzt kommt einfach nur so was mega Fieses. Er greift hier an und Balin war tot. Ah, nee, stimmt. Dann habe ich euch vorhin einen Mist erzählt. Entschuldigung, ich hatte nicht mehr die richtige Erinnerung. Oder? Ja, genau. Ich habe ihn gerettet, wie ihr seht. Keine Verletzung der Spieler gesellt sich zu den Auswechselspielern. Genau so rum wurde ein Schuh draus. Ich konnte Dvalin retten, aber das war schon Dvalin der zweite, muss man dazu sagen. Genau. Der erste Dvalin, der starb im Spiel davor. Das war der zweite Dvalin. Der war jetzt auch schon wieder tot und ich konnte ihn in dem Fall retten. Ich schau mal gerade eben ganz kurz. Moment, ich hau hier gerade eben noch auf Kollegen drauf, beziehungsweise Gegner. Wo ist Thorin? Thorin müsste ja eigentlich noch irgendwo hier gesund und munter rumstehen. Gifur? Thorin! Ihr seht Thorin, noch ohne gebrochene Knochen. Ich werde für euch jetzt die Stelle raussuchen, wo sich das ändert. Ja, und daher ist es so ziemlich um den letzten Spielzug handelt, weil ich habe danach das Spiel aufgegeben. Da habe ich jetzt noch einen Reroll eingesetzt, weil ich wollte einfach nur loskommen. Das ist aber gar nicht so sehr entscheidend. Denn ich gehe jetzt hier einfach nur down und der Gegner ist dran, wie ihr seht. Ich versuchte hier ganz, ganz schnell an den Ball zu kommen, weil er sich gar nicht. Also er hat sich tatsächlich überhaupt nicht um den Ball gekümmert. Er war ansonsten eigentlich ein netter Typ, aber er hat halt Chaos sehr, sehr brutal gespielt. Wo ist Thorin? Thorin steht da rum. Da passiert noch nicht besonders viel. Aber wie gesagt, also was ich in letzter Zeit für Ergebnisse bei den Verwundungswürfen habe, ist es einfach nur lächerlich. Ja, und jetzt kommt's gleich. Er haut ihn um und eieiei. Thorin ist tot. Genau. Ich hatte nämlich einen zweiten. Ich hatte einen zweiten Würfelwurf. Und da seht ihr, es verliert einen Punkt Geschicklichkeit. Thorin war tot. Er wäre auch tot gewesen, wenn ich in diesem Spiel aufgrund dieses exorbitant großen Unterschieds zwischen den Punkten nicht einen zweiten Medikus gehabt hätte.
Und das Traurige ist, also ich bin persönlich der Meinung, man sollte ja ruhig noch ein bisschen mehr Medikusse haben. Aber das war das Ergebnis, weswegen ich das Spiel an der Stelle dann abbrach. Ich lasse einfach jetzt hier noch ganz, ganz kurz zu Ende laufen. Ich habe ihm das noch ganz, ganz kurz geschrieben, dass das für mich so keinen Sinn macht. Weil so viele Züge, Leute, also er hat sofort auch wieder angegriffen, wie ihr seht, und dann habe ich einfach aufgegeben. So viele Züge überleben. In Anführungszeichen überleben. Es ging ja nicht mehr darum, dass ich einen Punkt mache, sondern einfach nur es überleben, ohne die Chance zu haben, quasi eine weitere Verwundung abzuwenden. Das war es mir echt nicht wert. Also da sind mir die OP-Shorties dann doch nicht OP genug. Vor allem, weil diese Mannschaft halt einfach so viel stärker war als meine OP-Shorties. Über 400 Punkte Unterschied, mehr als 400. Ich konnte mir, wie gesagt, die Halblingsköche und einen zusätzlichen Medikus leisten. Und ich glaube, es waren sogar noch einmal Bloodwiser Babes dabei. Also es waren fast 450.000 Gold, die ich da zur Verfügung hatte. Es ist einfach kein. Das kann man auch mit diesen Ausgleichsmethoden nicht mehr ausgleichen. Es geht einfach nicht. Eine Mannschaft, bei der die Spieler so viele Skills haben, es ist meiner Meinung nach nicht möglich. Und ich werde auch kein Spiel mehr machen, wo eine Mannschaft mehr als 300 Punkte mehr hat als ich. Und ich persönlich glaube, dass da setze ich sogar noch relativ hoch an, aber das lohnt sich einfach nicht. Ihr könnt davon ausgehen, dass eine Mannschaft, die 300 Punkte mehr hat als euer Team, die ist euch im Grunde eine ganze Stufe, in Anführungszeichen, also ein ganzes Level für alle Spieler quer durch die Bank voraus. Da haben alle Spieler im Grunde quer durch die Bank ein Level mehr als eure. Und deswegen würde ich euch empfehlen, einfach sofort auf Aufgeben klicken und euch einen neuen Gegner suchen. Klar bekommt der Gegner dann hier die Punkte, aber was habt ihr davon, wenn ihr einen toten Spieler oder einen kaputten Spieler habt und das Spiel am Ende dann doch noch aufgebt, weil es im Grunde schon absehbar war und am Ende dann es doch noch so aussieht und ihr hier im Grunde eigentlich keine Punkte mit nach Hause nehmt? Lohnt sich nicht, Leute. Ach so, ja, übrigens, ich habe sogar, ich glaube, die Verwundungen, die habe ich nicht mal ihm beigefügt, sondern das waren irgendwie Events. Also einmal ist er, glaube ich, gelaufen, gefallen und hat sich was getan, der Gegner, weil er einfach diesen Würfelwurfschritt machen wollte, zum Ball gehen. Und das andere war am Anfang, glaube ich, gleich ein Event. Da hat einer einen Stein geworfen und den blutig geschlagen. Aber trotzdem hat er dann mit diesen verbleibenden Spielern mich halt einfach nur versohlt, weil er einfach so ein unglaublich krasses Ungleichgewicht ausnutzen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Leute. Trotz allem finde ich die OP-Shorties nach wie vor fantastisch. Sie sind extrem stark, meiner Meinung nach, und nach wie vor OP, so wie ich das persönlich sehe. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ihr könnt euch auch gerade eben hier nochmal anschauen, wie ich das meine, mit dem 300 Punkte voraus haben. Also ihr müsst jetzt einfach mal davon ausgehen, dass diese Mannschaft halt zieht einfach mal hier 300 Punkte ab und überlegt euch mal, wo da eine Mannschaft wäre. Da wären halt diese Skills Knochenbrecher, Knochenbrecher, Unterstützer, 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 Unterstützer und hier fliegender Tackle alle nicht da. Und ich habe ja auch noch drei Rerolls nachgekauft, die ja auch 150 Punkte wert sind. Also, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, bei 300 Punkten Unterschied lohnt sich's fast nicht mehr anzutreten. Es sei denn, die Mannschaft ist euch scheißegal. Kommt auch natürlich auf den Gegner an. Also gegen Elfen könnt ihr das durchaus machen. Also gegen Hochelfen, Waldelfen und so weiter und so fort. Die tun euch ja nichts. Aber wenn es Orks sind oder Chaos oder Zwerge, dann würde ich es mir ernsthaft überlegen, an eurer Stelle gegen die anzutreten, weil die treten euch kaputt. In dem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch eine schöne Zeit. War mal wieder eine kürzere Runde, aber ja, was soll ich machen? Der Gegner gibt einfach auf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.